Draußen im Hof wartet schon das erste Pferd auf Behandlung. Ein stattlicher Schimmel. Frauchen ist ratlos. Also er hat hinten starke Probleme mit der Hinterhand. Ich konnte nur nie sagen, welche Seite es ist, sondern es war halt echt auffällig, dass er hinten immer sehr geschwankt hat. Nicht normal ging. So, jetzt guckst du dein Pferd selber mal ins Maul. Ins Maul. Du langst hier durch, wo keine Zähne sind, greifst dir die Zunge und hältst fest. Ich hoffe, ich krieg die Zunge. Hast du so. Und jetzt guckst du da rein. Nicht die Hände vorne reinstecken. Du kannst die Lippe anfassen, weil vorne sind Zähne. Das wollen wir nicht. So, ein Pferd soll rosa im Maul sein. Ist ja. Das eine schöne rosa Farbe? Ja, rosa ist schön. Das ist gelb. Aber ja. Es ist gelb? Ja. Ja, doch, wenn man es so genau nimmt, ja. Wir nehmen es ganz genau. Ja. Wie so oft verrät das Maul das Problem. Doch hier braucht der Knochenbrecher detektivischen Spürsinn. Siehst du, wird blank und reißt auf. Ja. Das ist da, wo die Ringe sind und wo diese Legierung, da beißt es sich. Im Maulwinkel geht er kaputt. Im Maul kann er es aushalten. Dieses Gebiss ist gestrichen. Ne? Ja. Das Gebiss hat er auch? Ja, beide. Ich vermute mal, dass es eher das ist. Das nehmen wir am häufigsten. Dieses? Ja. Nee, das ist es nicht. Nee, das ist es. Oh nein! Schätzelein! Ja, das muss sein. Wie heißt die Krankheit? Was hat sie? Wendy-Syndrom. Das ist es, ihr lieben Zuschauer, guckt euch das an. Steinchen ins Maul. Wendy ist eine Pferdezeitschrift für Mädchen, der häufig strassverzierter Modeschmuck beigelegt ist. Und der prägt den Geschmack ihrer Abonnenten ein Leben lang, zumindest nach Ansicht von Tamme. Besonders gut sehen, das Pferd stell dir vor, nicht? Der hat jetzt das Ding im Maul. Jetzt will er die Steine sehen. Diese Stellen reißen einfach auf. Und das ist, wenn die Spucke von dieser Kupfer auf dem Edelstahl kommt. Dort die Spucke oxidiert. Da kommt so eine Art Grünspann. Und das Zeug ist sowieso krebserregend und das beißt. Und der Schimmel hat eben ein bisschen Empfindlichkeiten im Maul. Und bevor das Pferd schwer in der Hand liegt und sie denkt, oh Gott, was habe ich, eine dicke, grobe Hand oder was, das ist alles Quatsch, der Reiter hat am wenigsten Schuld. Es ist nur dieses Wendy-Syndrom, was uns hier zu schaffen macht. Schön Glitzer, Glamour ist gut. Auffällig muss es sein, ne? Ach, Wendy. Okay. Ja, Wendy. Hör mal, Wendy, da ist auch ein Tacken drin, der ist aber nicht so gefährlich. Nee. Der untere geht auch, der obere ist scheiße gesetzt. Tatsächlich. Das war meine Mutter. Ja, was, wo ist deine Mutter? Da. Komm mal her. Komm mal her. Du musst dir doch Gedanken machen. Was sitzen da für Punkte? Die Nervenpunkte. Welche? Die anstrengenden. Wovon? Von dem Kopf. Auge. Und hier vorne. Und warum drückst du ihr da eins rein? Ist das Kind zu klug gewesen? Willst du ein bisschen doof haben, dass du einen Kerl kriegst oder was? Wieso hast du das nicht? Guck, sie setzt sich denn nicht drin. Sie will, das kann ich mir vorstellen. Deine Mutter. Mit geschulter Hand versorgt Tamme Hanken Hinter- und Vorderläufe. In den Jahren haben sich da einige Haltungsschäden angesammelt, den er jetzt zu Leibe rückt. Das war das Schlimmste. Halleluja. Schätzelein. Ja. So, durch die Hunde durch. Und dann fängst du von hinten an, hier vorbei zu schweben in einem Trab. Mit Verachtung berührst du nur die Tierplatte. Von hinten, ja. Und denk daran, wie man ein Pferd umdreht. So macht sich die Dame mit doppeltem Ohrstecker und Wendy-Syndrom auf den Weg zur Vorführrunde. Tamme und Anton schauen sich den Laufstil ganz genau an. Schneller werden, schneller werden! Am Sattel liegt es nicht, jedenfalls nicht direkt. Denn Tamme hat noch etwas entdeckt. Er bemerkt sofort, wenn zwischen Reiter und Pferd etwas schief läuft. Mama, wo ist sie? Komm hier. Anton, halt du das Pferd fest. So, das Kind muss hier. Ja, steht genauso wie ihr Pferd. Stell dich da mal ein bisschen weiter drauf auf die Mitte, dass du gerade stehst.
Sonst Mama rechnet die Straße nicht mit ein. Jetzt sieht es anders aus. Und trotzdem steht genauso schief wie mal das drehen. X-Beine. Linke Arschbacke ist höher, linke Schulter ist höher, abfallende Schulter, tiefe Arschbacke. Das ist ganz einfach. Sie hat ein langes Bein. Hab ich auch. Bei dir ist das nicht schlimm, aber hier hast du zwei Ohrringe gemacht. Sie merkt das ja sonst nicht. Also ich muss zu ihr gucken. Du reitest das Pferd. Ja. Wo das lange Bein ist, da wird erstmal der Bügel ein Loch länger gemacht. Das Pferd hat unter der Schiefe vom Reiter zu leiden. Der Sattel war hinten zu tief, dadurch kommt er nicht aus dem Quark. Das ist also wirklich von der Sattlerei. Wir müssen Keilkissen runter haben, dann sitzt sie weiter vorne. Dann wird die Niere freier Lauf haben. Und in dem Moment kommt er hinten ganz anders aus dem Quark. Der kommt hinten mehr und schiebt mehr unter. Alles wird gut. Also das Problem an mir war schon ganz richtig. Das habe ich selber ab und zu mal gemerkt, dass ich so ein bisschen schief auch aufstehe. Und vielleicht war es dadurch besser, wenn ich jetzt den Steigbügel ein Loch länger mache auf der Seite, dass ich dann gerade aufstehe. Weil ich habe schon gemerkt, dass es manchmal so ist, dass es nicht gerade auf dem Pferd ist, sondern wirklich schon so schief. Also vielleicht hat er recht. Ja, es gibt eben Dinge, die nicht in der Pferdezeitschrift Wendy stehen. Dann hilft ein Besuch bei Deutschlands Pferdechiropraktiker Nummer 1.